Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider. Juhu, ich bin von der Gameplays als Hobby und ich muss jetzt mal wieder meine Uhr anmachen. Dann vergesse ich das ständig. So, die Zeit läuft. Tja, wir sind mal stehen geblieben. Wir haben ein paar Trinity-Soldaten umgelegt. Da sind wir, glaube ich, wieder zurückgelaufen und haben die gespeichert. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann keine Waffe ziehen oder sowas. Stimmt, es ging nur mit dem Messer bis jetzt. So, gefunden hatten wir hier noch nichts, so von wegen Karte oder sowas. Aber ich glaube, wir hatten im letzten Teil schon hier rumgeschaut, ob hier irgendwas zu sammeln gibt oder wie auch immer, und hatten, glaube ich, nichts gefunden. Also dürften wir hier eigentlich weitergehen können. Wir gucken nochmal hier in die Ecke. Einfach nur sicherheitshalber, dass wir nichts übersehen haben. Aber ich glaube, hier hinten gibt es wohl nichts. Außer Flaschen, die nehmen wir uns mal mit. Molotow-Cocktails sind ganz praktisch. Gibt's was hier oben? Nö, ne? Okay. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich habe die Flasche verloren, kann es sein? Tatsächlich. Und schon wieder lässt. Benutzt die Brillen. Findet sie. Guten Abend, Traf. Guten Abend, Sam. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen. So, das war Numero Uno. Lautlos Kill? Ich glaube, wir kriegen extra Erfahrungspunkte bei Lautlos Kills, ne? Wir halten sie auf. Wir müssen. Wo kommt der lang? Oder bleibt er da vorne? Wir haben nur ein Messer. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn sie sich verstecken? Wenn ihre Deckung ihre Körperwärme nicht komplett abschirmt, sehe ich sie. So, wenn keiner zuseht. Junge, Junge, Junge. Ich komm schon, Craft. Der mit der Wärmebildkamera kommt hier gleich vorbei, glaube ich. Denke ich jedenfalls. Rock will Blut sehen, wohl was Persönliches. Ich will lieber noch ein bisschen abwarten, aber ich glaube, der bleibt da hinten. Durch sein rotes Leuchten sieht man ihn. Nicht unvorsichtig. Ja, der bleibt jetzt da hinten wahrscheinlich. Noch mehr Opfer. Verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rourke. Scheiße! Geil. Das hätte ich vorher mal freischalten sollen. Die Zentrale ist nervös. Das ist gar nicht gut. Hier kommt sie nicht durch. Und der Heli oder das Suchteam erwischen ihren Freund. Endlich. Ich frag mich, warum Dominguez das nicht früher gemacht hat. Ich glaube, die wissen irgendwas oder sowas. Ein Grund mehr, alles einzusetzen, was wir haben. Beide tot? Jetzt endet es.
Stirb endlich. Wunderbar. Oh, sie macht sich wieder sauber. Das heißt, das war's. Gut, dann schauen wir uns erstmal noch mal ein bisschen um. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Lief doch besser als gedacht. So, hier haben wir wohl sonst nichts weiter. Dosen für Schrapnell. Granaten. Aber ich glaube, das war's wie sonst. An sich wohl nicht zu finden. Doch, da haben wir eine Kiste. Aber ich glaube, das ist eine Schwarzpulver. Nee, Erste Hilfe. So, nun waren wir aber überall, ne? Das sind die Regentropfen, die ich da gesehen habe. Guck mal an, gegen die Ölfässer hätte ich auch schießen können. Lara, bist du okay? Kann das das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. Jonah lebt gefährlich. Und ich auch. Also nicht nur Jonah nicht gefährlich, ich natürlich auch. Bei dem, was ich hier alles machen muss oder soll. So, hier sieht's aus, wird mal runterrutschen. Okay, und müssen uns da festkrallen. Ja. Machen wir's uns glatt. Okay, rutschen tun wir wohl doch nicht. Okay, da wollen wir mal. Ah ja. Wir haben ja auf jeden Fall irgendetwas Neues. Ein bisschen umschauen. Was haben wir denn hier? Ein anderer Bogen auf jeden Fall. Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. Ich hätte vielleicht nochmal komplett zurücklaufen sollen, bevor ich jetzt hier runtergelaufen wäre, um zu speichern. Falls ich jetzt sterbe, muss ich nochmal gegen die alle dort kämpfen. Das eine hätte ich noch speichern können. Der sollte helfen. Hätte ich nur durchrennen müssen dann. Naja, okay. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Pfeile damit benetzen. Furcht des Jaguars, Fähigkeit freigeschaltet. Furchtpfeile veranlassen Menschen andere in ihrer Umgebung anzugreifen. Verwenden sie zum Herstellen geräuschlose Pfeile, Stoff und Pfeilgift. Ah ja. Okay. Was haben wir hier? Ein Wandgemälde. 90% hoch. Ein Darstellung von Mama Sarah. Das muss Mama Zada sein.
Sie war die Inka-Göttin des Getreides und ihr Name bedeutet so viel wie Maismutter. Ich fand es schon immer amüsant, mit welchen Ritualen sie von den Menschen verehrt wurde. Wann immer ein Bauer eine ungewöhnliche Maispflanze fand, fertigte er daraus zu Mama Zadas Ehren eine Puppe an. Da sie außerdem die Göttin der Weidenbäume war, hängten die Bauern manchmal eine ihrer Maispuppen an eine Weide und tanzten um sie herum. Die hatten ja echt für alles einen Gott, hm? Okay. Story abgeschlossen. Pantheon der Götter 2. Okay. Sehr gut. Haben hier dann noch... Oh, da, direkt vor uns. Andres Lopez schilderte seine Suche nach einem mächtigen Artefakt. Die Wahrheit. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Ja, er hat sich also auch gegen Trinity dann gewendet, nachdem er die Schatulle gefunden hat. Okay. Weil soweit ich glaube ich weiß, war er selber von Trinity. Glaube ich jedenfalls. Glaube ich zu denken. Ein antiker Müller. Können wir die Spinne aufsammeln? Ja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Quatsch, konnte ich aufsammeln. Oh, Holz. Auch gut. Okay, ich denke mal, das war's dann. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Fusch des Jaguars. Wir sind zu viele. Du siehst scheiße aus. Okay. Ist auf jeden Fall praktisch. Aber als lautlos Kill zählt es leider nicht. Haben wir hier sonst noch etwas? Nein. Natürlich nicht. Wo ist der andere hin? Wo bleibt die Verstärkung? Hä? Was? Können wir mal mehr Licht haben? Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Hallo, ich will es einsammeln. Sie hat keine Chance. Okay, wie kriege ich das wieder zusammen? Wir müssen schlau handeln. Genau, soweit ich weiß, kommt dann noch ein dritter. Wird's wieder? Verdammt! Bei den Göttern! Er ist verrückt geworden! Was zum Teufel soll das? Aber der hätte doch ruhig mal hinter sich schießen können, oder? Herausfinden, was hier vorgeht. Nichts. Zumindest für dich. Okay. Sicher, ich habe die Dose mit.
bin gerade überlegen, wo ich hin kann. Da kann ich nur schwingen. Hier ist ja keiner mehr. Oh, ich kann mich beschmieren. Sehr schön. Das sollte ich wohl nutzen. Alles voll. Ich bin nicht da. Ich kann nicht mehr tragen. Explosiv. Manche Handgepäck explodieren, wenn sie beschossen oder geworfen werden. So ein Ding hier hatte ich noch nie benutzt. Alles voll. Na toll, jetzt habe ich es verloren. Jetzt wollte ich mal so ein Teil benutzen. Oh cool, da ist es aber wieder. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mal gucken, ob es reicht. Findet irgendwas. Ja. Einer ist, glaube ich, noch da. Oh, kletter mal schneller hoch hier. Einer läuft ja, glaube ich, noch hier hinten rum. Ich glaube, den lassen wir nochmal fliegen. Bitteschön. Okay, sie macht sich sauber. Das war's wohl. Meine Güte. Sehr schön. Haben wir irgendetwas zum Sammeln? Wir haben hier ein bisschen Stoff. Natürlich können wir die Leiche noch plündern. Wenn ich noch weiß, wo es stehen geblieben ist. Ich kann nicht mehr tragen. Ihn hier haben wir noch nicht, auf jeden Fall. Ob es hier generell was zum Einsammeln gibt? Ich weiß es gar nicht. Wenn ja, wäre es echt mies, weil ich sehe hier nichts. Komisch, dass es hier kein Holz zu sammeln gibt. Holz wäre an sich gar nicht mal so verkehrt.
Ah, doch, da ist Holz, aber... Ah ja, okay. Machen wir einfach mal ein bisschen wieder voll. Okay. Mehr gibt es hier dann wohl scheinbar aber nicht. Auch leider keine Tierschienen einzusammeln. Doch hier, eine Spinne. Das habe ich ja doch sehr gut an Halluzinogenen hier verbraucht. Ich glaube, hier gibt es da weiter nichts zu finden. Ist der verkohlt? So, da geht's weiter, aber ich würde sagen, im nächsten Teil geht's erst weiter. Wir sind bei 20 Minuten. Ja, wir haben immerhin jetzt ein paar Trinity-Soldaten umgelegt. Still und heimlich, ohne bemerkt zu werden. Das ist schon mal klasse. Das ist echt gut, dass wir das so hingekriegt haben. Mal schauen, wie es weitergeht. Es ist ja anscheinend noch nicht zu Ende. Also, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es dann weitergeht morgen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Hinterlasst einen Daumen oben und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen übrigens. Und ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von der Gameplays als Hobby. Viel Spaß. Okay. Auf Wiedersehen und tschüss.